Wir müssen aufhören, behinderte Menschen unsichtbar zu machen. Weil wir sind ja da. Die Gebärdensprache ist wunderschön. Und es ist keine Krankheit. Wie sehr darf Humor eigentlich wehtun? Steht die queere Community kurz vor dem Ausverkauf? Und wie entwickeln sich Gebärdensprachen eigentlich weiter? Wilde Fragen? Hoffentlich nicht für meinen heutigen Gast, Okan Sese. Hallo, mein Name ist Okan Sese. Und ich bin Comedian. Zu meinem Hintergrund. Ich bin taub, türkisch und schwul. Und Teil der queeren Szene. Mein hörendes Publikum fragt immer, wie es mich verstehen kann. Das funktioniert über Kommunikationsassistenz oder DolmetscherInnen. In meiner Show geht es um verschiedene Hintergründe und meine Erfahrungen damit. Jetzt freue ich mich ganz besonders darauf, dass Suki mich hierher eingeladen hat. Zumal sie selbst auch gebärden kann. Darauf habe ich aber auch 2 Jahre gewartet. Ich möchte gefälligst nicht noch einmal 2 Jahre warten, sondern ab jetzt jeden Tag eingeladen werden. Gebärdensprache ist schließlich so schön. Das, liebe Leute, ist BewegungsmelderIn. In diesem Format sprechen wir mit interessanten und engagierten Menschen über die Dinge, die sie persönlich, aber eben auch gesellschaftlich bewegen. Ich bin Suki, ich bin Musikerin, Aktivistin, Autorin und jetzt geht's los. Hit it! Leute, nur zur Transparenz. Ich bin hörend, Okan, mein Gast heute ist taub. Ich kann zwar ein bisschen Gebärdensprache, aber das reicht natürlich bei weitem nicht, um wirklich vollständig und korrekt zu kommunizieren. Deswegen gibt es Unterstützung in Form von 2 Gebärdensprachdolmetschenden, die das gebärden, was ich spreche, und das voicen, also mit Stimme versorgen, was Okan gebärdet. Und es ist eine Bereicherung. Okan, du stehst auf so vielen Bühnen, machst du unterschiedliche Dinge als Schauspieler, als Performer, du arbeitest viel mit Musik. Was hat letztlich dazu beigetragen, dass du dich entschieden hast, dich auf Comedy zu konzentrieren und vorrangig das zu machen? Ich war mir lange der Comedy gar nicht bewusst. Ich habe in vielen Bereichen Rollen gespielt, die immer auch Anteile von komödiantischen Figuren hatten. Aber erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist. Mir wurde schon früher öfters mal gesagt, dass ich ein Comedian bin, damit konnte ich aber anfangs gar nichts anfangen. Es hat sich dann aber doch in diese Richtung entwickelt und ist mittlerweile für mich selbstverständlich. Ich würde sagen, ich habe Blut geleckt. Es war eine lange Entwicklung, dass ich jetzt als Comedian vor dir stehe. Während der Show voiced ein Kommunikationsassistent meine gebärdensprachlichen Stücke für das hörende Publikum. Wir beide setzen uns vorher zusammen, schreiben die Texte, bereiten sie vor und schauen uns die Gags an. In den Witzen verpacken wir die Taubenkultur und meine Erfahrung mit Barrieren. Wir versuchen, diese Themen den Hörenden näher zu bringen und damit auch einen Anstoß zu geben. Letztlich spiegle ich ihnen die Ausgrenzung, die ich durch sie erlebe. Das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Ich habe es geschafft, ein eigenes Soloprogramm aufzubauen, das ich immer wieder überarbeite. Es ist immer ziemlich viel Arbeit, abzugleichen, wie die Leute mich wahrnehmen und verstehen. Ich versuche dabei auch viel aufzuklären. Zu Beginn stelle ich mich auf der Bühne immer als taube Person vor. Trotzdem kommen nach der Show Leute auf mich zu und fragen, ob ich denn wirklich taub sei. Was soll ich dazu sagen? Ich muss also weiter aufklären und immer lauter gebärden. Du hast es gerade schon angesprochen, dass dir wichtig ist, keine diskriminierenden Inhalte in deinen Texten stattfinden zu lassen. Es gibt ja eine große Debatte darum, um Kunstfreiheit, was darf Kunst, was darf Humor. Meine Frage an dich ist, darf Humor wehtun? Wenn ja, wem? Und ja, wo muss Humor seine Grenzen anerkennen und wo sind deine Grenzen auch? Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Grenze. Wer von oben tritt, darf auch von unten zurückgeärgert werden. Wir unter uns als Behinderte dürfen uns auch gegenseitig aufziehen. In dem Sinne darf ich das als Behinderter auch. Nur nach unten werte ich meine Witze nicht ab. Aber nach oben kann man auch immer wieder Radau machen. Wenn ihr mehr von solchen interessanten Gesprächen sehen wollt, dann checkt doch einfach Sag was das Debattenportal aus, abonniert den Kanal und lasst das Glöckchen klingeln.
Alle, die Bewegungsmeldern schon länger verfolgen, haben die Möglichkeit, Fragen an unsere Gäste zu richten. So auch an dich, Okan. Es gibt zwei Fragen aus der Sagwas-Community, die gestellt werden wollen. Und ich würde sie hiermit an dich weiterreichen. Wie ist das mit den High Heels bei dir? Du hast da offenbar eine ganz besondere Liebe. Seit wann trägst du High Heels? Bei welchen Gelegenheiten? Erzähl uns von deinem High Heel-Thema. Ich hatte gar nicht geplant, dass meine High Heels Teil des Programms werden. Ein Fotograf, mit dem ich ein Shooting für eine Plakatwerbung gemacht habe, hat mich zu Hause besucht und wir haben zusammen überlegt, welche Kleidung passt, um mich authentisch darzustellen. Zum Beispiel kamen wir auf dieses Jackett hier. Dann fiel sein Blick auf die High Heels, die perfekt dazu passen. Der Fotograf hatte einen guten Blick dafür. So wurden die High Heels fester Bestandteil meiner Show. Ich stehe seitdem nur noch mit High Heels auf der Bühne, da es auch gut zum Thema meiner Show passt. Die High Heels sind zum Glücksbringer für mich geworden. Die haben mir den Erfolg im Fernsehen gebracht, das heißt, diese High Heels sind für mich wirklich ein großer Glücksbringer. Apropos Glücksbringer, ich habe da was für dich mitgebracht. Das Türkis, das ist die klassische Farbe der Gebärdensprache. Ein schönes Symbol. Das soll dir ab jetzt auch Glück bringen. Dankeschön, wie schön. Guck mal, mit der kleinen Blümchen hier drauf. Oh, das ist süß. Wir bleiben bei der Sache. Die andere Frage, die gestellt wurde aus der Community eigentlich, ist, bist du die einzige taube Person in deiner Familie oder seid ihr alle gebärdensprachlich taub? Wie bist du groß geworden? Wie ist das bei dir mit den Sprachen? Ich wurde als tauber Mensch geboren. Ich habe mit meinen Eltern schon immer mit Gebärdensprache kommuniziert, weil sie auch taub sind, genauso wie meine Großeltern. Auch mein Bruder ist taub und mein Großonkel. Insofern kommunizieren wir wirklich in der ganzen Familie gebärdensprachlich. Ich bin demnach also Doda, das heißt, ich bin ein taubes Kind tauber Eltern. So wie ich aufgewachsen bin, habe ich Gebärdensprache immer selbstverständlich und alltäglich gesehen. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass Hörende behindert sind, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit war. Das waren die Fragen aus der Community. Ihr seid herzlich eingeladen, jederzeit euch zu beteiligen, in den Kommentarspalten auch untereinander. Wir müssen alle miteinander ins Gespräch kommen. Es ist sehr schön und sehr wichtig. Okan, wir haben ja gerade uns schon mit deiner High-Heel-Leidenschaft befasst. Ich kenne dich auch als deine Drag-Persona Chantello. Wie sehr liebst du Drag-Culture eigentlich? Chantello oder die Drag-Welt insgesamt bedeutet für mich Freiheit. Das bedeutet für mich, dass ich mich ausleben kann, kreativ sein kann. Da darf ich einfach meine innere Femininität ausleben. Ich liebe es, diese Fantasie umzusetzen. Also ganz allgemein würde ich sagen, ja, Freiheit. Es hat sich in den letzten Jahren so eine Entwicklung gezeigt, dass immer mehr und mehr Unternehmen und Institutionen den Regenbogen für sich nutzen, um ihr eigenes Firmenimage aufzupolieren. Ab wann nimmst du zum Beispiel so einer Firma, einem Unternehmen oder auch einer Behörde, einer Institution ab, dass sie wirklich queer-friendly ist und wirklich unterstützt? Die Frage ist ja, ob die Firma tatsächlich authentisch ist, um die es dann geht. Und das ist ziemlich schwer zu finden. Ich kann nur sagen, dass ich selber ein absolutes Original bin. Nach jemandem wie mich, einen anderen tauben, türkischen, schwulen Comedian, kannst du ansonsten lange suchen. Was wünschst du dir denn von der queeren Community, auch als taube Person? Gibt es da irgendwas, was du findest, was auch innerhalb der Community noch mehr passieren muss? Wenn ich mir die queere Community angucke, dann sehe ich, dass da schon bei sehr vielen Veranstaltungen Verdolmetschung angeboten wird. Dort gibt es eine ganz andere Selbstverständlichkeit, viel mehr Bewusstsein und viel mehr Gleichberechtigung für behinderte Menschen. Und das möchte ich auch in ähnlicher Form in der Comedy mehr und mehr aufbauen. Dass es da viel mehr Solidarität, viel mehr barrierefreie Angebote gibt und einfach viel mehr Leute, die eben miteinander lachen wollen. Okan, ich weiß, du bist ja ein verspielter Typ. Ich habe dir auch ein Spiel mitgebracht. Ich liefere die Antwort. Du
darfst die Frage stellen. Bitte sei komplett unvernünftig. Wir suchen nicht die richtige Frage, wir suchen die beste Frage der Welt. Die Antwort lautet High Heels in Größe 46. Was trägt Katars WM-Botschafter Khalid Salman heimlich zu Hause? Ja, Heels in Größe 46. Die zweite Antwort, die ich dabei habe, und ich bin sehr gespannt auf deine dazugehörige Frage, ist, weil mich Olaf Scholz dazu gebracht hat. Warum spiele ich sonntags im Park nackt Schach? Nackt. Okay, weil mich Olaf Scholz dazu gebracht hat. Ja, völlig nachvollziehbar. Alles klar. Also, falls euch noch andere Fragen auf meine Antwort einfallen, die vielleicht noch eine oben drauf setzen, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Das müsst ihr erstmal toppen. Wie ist das in der Gebärdensprache? Also erstmal steht fest, es gibt nicht eine Weltgebärdensprache, die alle tauben Leute sprechen, sondern es gibt verschiedene Landessprachen, es gibt verschiedene Dialekte. Wie funktioniert das in der tauben Community, dass das so durchsickert bis zu allen? Und welche Gebärde hast du zuletzt neu gelernt? Im Moment gibt es eine große Erweiterung des Gebärdensprachwortschatzes, weil die Sprache auch sehr lebendig ist und sich sehr viel entwickelt. Mehr und mehr taube Menschen studieren oder werden auch ProfessorInnen. Dadurch entwickelte sich der Sprachwortschatz in den Fachbereichen in den letzten Jahren sehr stark weiter. Ich habe das Gefühl, dass die Gebärdensprache selbst an einigen Stellen noch rückschrittlich ist, weil sie so lange von den hörenden Menschen unterdrückt wurde. In der letzten Zeit entwickelt sich da ganz, ganz viel, weil eben mehr und mehr Menschen auch neue Gebärden in den Diskurs bringen. Zum Beispiel war das die alte Gebärde für Behinderung. Das bedeutet eigentlich, dass der Arm abgetrennt ist. Die neue Gebärde für Behinderung, die zeigt die Barriere visuell auf. Und das ist jetzt die neueste Variante im Diskurs, die eben sehr viel neutraler ist. Wenn man sich den Verlauf anguckt, den Sprachwandel, dann sieht man, dass es verschiedene Einflüsse gibt und dass es sich immer weiterentwickelt und eine lebendige Sprache ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass Deutschland in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention jetzt nicht gerade absoluter Überflieger ist. Wie soll sich ein Mensch mit Behinderung einbringen, wenn die Barrieren gegeben sind und wenn die Barrieren weiterhin da sind? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist schon ein Problem seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich habe das Gefühl, dass die Leute noch nicht wissen, was es mit tauber Kultur, mit taubem Hintergrund auf sich hat. Das kennen viele einfach überhaupt nicht. Daher müssen wir wirklich lauter werden. Viel, viel lauter. Wir brauchen dringend einen Paradigmenwechsel. Hörende PolitikerInnen, mit denen ich mich als tauber Mensch zum Beispiel gar nicht identifizieren kann, sollten auch tauben PolitikerInnen gegenüber offen sein. Dass eben viele Programme viel schneller umgesetzt werden können, die auch für uns passen. Weil hörende PolitikerInnen können nicht für uns sprechen. Das geht einfach nicht. Und da braucht es einen großen Wandel in der Gesellschaft. Ich habe in der letzten Staffel Bewegungsmelde schon mal mit meinem Rapper-Kollegen Graffiti zum Thema Barrierereduktion gesprochen. Wir haben euch mal die Folge verlinkt. Klickt doch mal rein, sehr interessant. Was wünschst du denn von der hörenden Gesellschaft? Was wären so Dinge, die du dir wünschst, die so ganz konkret machbar sind für uns hörende Leute? Ich wünsche mir natürlich immer, dass alle Menschen Gebärdensprache könnten. Dann wären wir viel mehr gleich auf. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn Gebärdensprache schon in der Grundschule gelehrt werden würde, dass sie Teil des Rahmenlehrplans wäre und als offizielle Amtssprache anerkannt wird. Wenn es soweit kommen sollte, müsste sehr genau formuliert werden, was das bedeuten würde. Es ist wichtig, dass die deutsche Gebärdensprache dann auch als solche benannt wird. Die Frage der Inklusion, zum Beispiel durch Untertitelung in den Medien oder bei der Teilhabe, muss einfach viel selbstverständlicher sein.
Also solche Dinge, dass Untertitel da sind oder dass GebärdendolmetscherInnen da sind. Es braucht ein Bewusstsein für behindertes Leben. Wir müssen aufhören, behinderte Menschen unsichtbar zu machen. Weil wir sind ja da. Die Gebärdensprache ist wunderschön und es ist keine Krankheit. So, liebe Leute, falls ihr immer noch nicht die Gelegenheit ergriffen habt, hier den Kanal zu abonnieren und auf der Sag was Plattformen vorbeizuschauen. So, wir sind mit vielen interessanten Gästen und Themen am Start und freuen uns, euch mit diesen wunderbaren Inhalten zu bereichern. Klick, klick, liebe Leute, klick, klick. Der schönste Moment für mich heute war, mitzubekommen, wie Okan für sich total klar hat, es wird dich nach unten getreten. Humor darf so, so viel. Das ist eine Regel, die es zu berücksichtigen gilt, die niemandem wehtut, ganz im Gegenteil. Sie schützt uns eher vor Aggression und vor Gewalt und vor Diskriminierung, Unterdrückung. Und darüber hinaus gibt es so viel Tolles zu entdecken, so viele schöne Sprachen und spannende Realitäten von anderen Menschen, die alle Teil dieser Gesellschaft sind. Ich liebe das. Ich liebe das von Herzen. Und was ihr heute besonders geliebt habt, was euer schönster Moment vielleicht in der Folge war, könnt ihr gerne mal in die Kommentare tippen. Ich bin gespannt.